Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,8 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, ganz kurz gefasst, ich bin zufrieden mit dieser LED, aber warum habe ich sie ausgewählt und was sollte man allgemein beachten? Ich habe ein Bild hochgeladen, das Wand- und Bodenbereich im Vergleich zu einer Osram-Substitube SD8HV420W830-1500 Lumen zeigt, manuelle Belichtung und manueller Weißabgleich. Verwundert war ich nach dem Zerlegen. Die Röhre besteht wirklich aus Glas. Der LED-Streifen wurde in die Rückwand geklebt. Die Röhre wurde nicht übermäßig warm. Auch die Elektronik in einer Ecke nicht. Die Lampe wurde nach geltender Quasi-Norm gebaut. Zwei Stiftkontakte auf einer Seite sind gebrückt, die anderen führen zur Vorschaltelektronik. Diese Bauweise verhindert elektrische Schläge beim Einbau der Röhre in eine eingeschaltete Fassung. Auch der Starterersatz von Auralum baut zur Sicherheit eine Schmelzsicherung mit ein. Sehr gut. Die Osram-Substitube leuchtet mit weniger Lumen. Das sollte man aber nicht überbewerten, da dies der wohnraumtauglichen Lichtfarbe von 3000K geschuldet ist. Auch hat Osram die Röhre aus Kunststoff gebaut. Für die Bruchsicherheit ist das sicher von Vorteil. Für Schnellleser, eher mittelkaltes Licht guter Qualität entspricht ungefähr der Helligkeit der vorher eingesetzten konventionellen Röhre. Diese Aussage ist aber mit Vorsicht zu genießen. Die Röhre strahlt hauptsächlich nach unten ab. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.